oder wenn ich rausgeschmissen werde durch einen Burnout, wieder rein möchte. Also das, was ich auch bei vielen schlimmen Klienten feststelle erstmal, dass sie herausfinden wollen, wie komme ich denn wieder zurück in meinen Alltag und das, wie ich sicher funktionieren kann, bis sie wieder rausgeworfen werden. Und diesen Kreis zu durchdringen, braucht seine Zeit und braucht immer wieder Behandlung, zum Beispiel energetischer Art, manchmal natürlich auch Psychotherapie und andere Sachen. Die Schulmedizin sollte man nicht außer Acht lassen, aber im Bereich Geistheilung, Rainbow Reiki, Schamanismus, wo ich tätig bin, ist das eine aus meiner Sicht super Ergänzung. Die hat mir also sehr, sehr viel geholfen dabei. Und wie gehen Sie vor? Also in der Behandlung, haben Sie eine besondere Methode oder ist es dann auch dem Kunden überlassen oder Ihrem Patienten? Ja. Am liebsten mache ich eine Mischung aus Beratung und Behandlung. Das heißt, das eine ist, energetisch etwas zu verändern. Interessant ist aber, ich frage den Menschen immer, möchtest du, dass das Symptom weg ist oder möchtest du an den Kern rankommen? Auf der Symptomebene kann ich auch was verändern, aber dann ist klar, der Mensch wird wieder auf sein Thema gebracht werden. Das heißt, die Symptomebene ist ja nicht die Lösung, sondern man möchte als erstes rein menschlich, dass der Schmerz weg ist, das Problem, die Angst und so weiter. Aber das heißt nicht, dass ich mein Verhalten grundsätzlich ändere. Deswegen biete ich also auch immer eine Kombination an, Bewusstseinsarbeit. Dort arbeite ich sehr gerne mit verschiedenen Orakeln, dem altchinesischen I Ching, den nordischen Runen, Chakra-Energiekarten. Damit komme ich sehr schnell über die Mitarbeit des Menschen auf das eigentliche Kernthema. Also was ist der eigentliche Auslöser davon? Das weiß ich nicht. Das weiß der Mensch in der Regel auch nicht. Und über solche Orakel wird quasi die Seele des Menschen befragt. Was ist eigentlich meine Motivation, hier ins Drama zu gehen, in die Krankheit? Wie kann ich denn aus dem Drama einen Gewinn machen? Also was soll ich stattdessen tun? Das sind also Botschaften, die über Orakel mir helfen, unheimlich schnell an den Kern des Menschen heranzukommen und ihn darauf hinzustupsen. Und dann können wir ganz konkret weiterarbeiten. Dann sind oft auch sehr schnell nachhaltige Erfolge möglich. Also kommt die Antwort quasi auch von Ihrem Klienten dann letztendlich? Es gibt so ein schamanisches Sprichwort, die Hälfte macht der Schamane, die Hälfte macht der Klient. Also wenn wir klassisch schulmedizinisch vorgehen, ich gehe zum Arzt, der muss mich gesund machen, kann ich dem nicht weit helfen. Das heißt, er muss in die Verantwortung gehen, für sich selbst, für sein Leben, sein Lebensglück. Und wenn er das verstanden hat, dann kann man sehr gut konstruktiv zusammenarbeiten. Und dann helfe ich dem einen Menschen ganz individuell erstmal wieder, sich mit zu regenerieren. Oder wir arbeiten ganz konkret an gewissen Glaubenssätzen oder an gewissen Ängsten, an gewissen traumatischen Erfahrungen. Und da haben wir dann sehr oft sehr gute Erfolge. Das heißt, der Mensch geht in der Regel deutlich glücklicher nach Hause, als er gekommen ist. Und das ist natürlich, sowas macht natürlich auch Spaß. Und bieten Sie auch Kurse an, Seminare? Unbedingt. Mein Motto ist unter anderem Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, ich behandle, berate Menschen sehr gerne, habe in dem Sinne auch keinen Schnäppchenstundenlohn. Deswegen sage ich, mach doch du das, was du machen kannst und ich helfe dir dann bei den komplexeren Dingen. Also eine Art Hebelwirkung, wenn ich den Menschen eine Art Hausaufgabe mitgeben kann, die er mit sich selbst behandeln, bearbeiten kann in seinem Alltag, geht das viel, viel schneller und er braucht zum Beispiel viel seltener zu mir kommen. Und an einem Wochenende, zum Beispiel Rainbow-Reiki erster Grad, kann man ein Dutzend verrücktester Methoden lernen, wo man extrem viel für sich verstehen und auch im Alter integriert anwenden kann, um aus diesem Stress, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Und wo werden diese Kurse angeboten? Ich bin schwerpunktmäßig im Raum Hannover und Hamburg tätig. Zum Beispiel bin ich übernächstes Wochenende hier. Ich mache etliches auch online, per Skype, also gebe auch Beratungen, Behandlungen per Skype. Auch Fortbildung, auch Fragestunden, Schnupperberatungen, Behandlungen und solche Sachen. Das ist zum Beispiel meine Homepage daneben oder auf den Flyern, die man bei mir am Stand bekommt. Und heute 16 Uhr gibt es auch noch einen Vortrag im Raum 2 mit sehr, sehr viel Praxis, also praktischen Erfahrungen. Und wie läuft dieser Vortrag ab? Also praktische Erfahrung, was heißt das? Ich werde, wenn dann Dutzend Leute behandelt werden wollen, diese Dutzend zur gleichen Zeit behandeln. Und was ich dann da tue, ist nichts ganz Besonderes, sondern das ist das, was ich jedem Menschen beibringen kann. Also daraufhin wächst meine Begabung, wie zum Beispiel Becher zu machen, die einem eine Behandlung geben. Also dieser Becher energetisiert jemanden. Das ist eine Begabung, die auf diesem anderen Fundament wächst.
Das heißt, was ich unterrichte, ist in erster Linie etwas, was im Alltag ganz, ganz praktisch funktioniert. Und damit der Mensch erstmal wieder überhaupt bei sich ankommen kann, seine innere Mitte aufbaut, seine Herzkraft entdecken kann, eine Idee hat, wofür schlägt mein Herz eigentlich, was möchte ich eigentlich tun? Und dann klappt das auch mit dem sozialen Außen deutlich besser. Das heißt, ich ziehe viel besser die Menschen an, die zu mir passen, anstatt die Menschen anzuziehen, die zu meinem Hamsterrad passen. Und dann ist es auch so, dass es wahrscheinlich die Kreativität fördert, dass man dann wirklich erkennt, wo sind meine Talente. Unbedingt. Ne? Wenn ich aus dem Hamsterrad raussteige, ist logisch. Das braucht es. Also jeder Mensch ist ein Genie. Jeder. Jeder hat, wenn man so will, auf seinem Feld eine völlig einmalige Begabung. Und es ist quasi, in dem Sinne eine Sünde, das Wort mag ich eigentlich nicht, das nicht zu leben. Bloß wir haben nicht gelernt, diese Begabung in uns zu finden und dann uns noch damit zu trauen, nach draußen zu gehen. Ich sehe hier auf der Messe sehr, sehr viele Menschen, die haben mediale Begabung, die haben vielleicht auch naturheilische Fähigkeiten, sonst irgendwas, aber die sind chronisch überfordert. Die haben Ängste, die sind hier, können mit dem ganzen Eindruck nicht umgehen. Deswegen ist es wichtig, den Menschen erstmal zu zeigen, wie sie ihre Mitte stärken können, damit sie sich quasi aufrecht hinstellen können, ihr Rückgrat haben, ohne steif zu sein, sondern sie können sich dann viel flexibler auf das Leben einstellen, einlassen, mit dem Leben mitschwimmen, anstatt gegen die Strudel anzukämpfen. Und was bedeutet für Sie das persönlich, wenn einer frei geworden ist, wenn einer aus dem Hamsterrad aussteigt? Ich freue mich für jeden Menschen. Ich lerne mit jedem Menschen dazu, der zu mir kommt. Also sei es in der Beratung, sei es in der Behandlung, sei es auch nur auf einem kurzen Gespräch. Manchmal reicht ein Augenkontakt auf der Messe, wenn jemand vorbeigeht. Ich habe noch nicht mal, aber das ist oft schon so nährend. Das heißt, man sieht auf einmal durch die Augen in die Herzen der Menschen hinein. Ist auf einmal eine Offenheit da. Und dann spüren wir das, was wir eigentlich sind, dass wir eigentlich ein großes, einheitliches Feld sind. Was zurzeit aber leider gelernt hat, in Ängsten, Konkurrenzdenken, Neid und so weiter gegeneinander zu agieren, weil uns eine Art Urvertrauen fehlt. Also wir sind leider gesellschaftlich geprägt, nicht mit einem Naturrecht ausgestattet, dass das Leben es eigentlich gut mit uns meint. Und das kann man aber wieder lernen. Und jedem Menschen, der einen Schritt darauf geht, freue ich mich. Und er gibt mir allein dadurch schon was zurück. Ja, und Ihr Stand 34, kann man noch ein bisschen dazulernen und wieder neuen Mut schöpfen. Und dann 16 Uhr Ihr Vortrag im Raum? In Raum 2. Im Raum 2. Dort geht es auch um Visionen, Burnout, wie auch immer, wie kommt man da raus und was für Methoden kann man zum Beispiel relativ schnell erlernen, um da für seinen Alltag Besseres daraus zu gestalten, damit es auch mit dem Umfeld besser klappt. Ganz super, ganz herzlichen Dank, Herr Straßburger. Danke fürs Interview. Mir hat gut gefallen. Vielen Danke. Dank. Tschüss.